Am deutlichsten hat sich die Krise bei den Ärmsten unserer Gesellschaft gezeigt. Da sind einmal die Obdachlosen, für die die Aussage "Bleibt zu Hause" wie Hohn geklungen haben muss. Ihr Zuhause ist die Straße. Dort haben sie keine Möglichkeit, sich alle 2 Stunden die Hände zu waschen. Sie haben nicht die Möglichkeit, ihre Sachen zu wechseln. Sie haben nicht die Möglichkeit, duschen zu gehen. Das alles stellt sie vor große Herausforderungen in dieser Krise. Ein weiterer Bereich von Menschen, den diese Krise hart getroffen hat, sind Menschen zum Beispiel im Hartz-IV-Bezug oder auch mit prekären Arbeitsverhältnissen. Aufgrund der Corona-Krise mussten die Tafeln geschlossen werden. Es gab kein Schulessen oder kein Kita-Essen mehr. Die Lebensmittel wurden teurer. Alles das waren schwere Auswirkungen dieser Krise, die auch noch weit fortwirken werden. Gerade für obdachlose Menschen in unserer Stadt musste kurzfristig eine Lösung gefunden werden. Ich freue mich sehr, dass wir mit der Storkower Straße, mit der Klugstraße und auch mit der Lehrter Straße jetzt die Möglichkeit haben, obdachlose Menschen 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche unterbringen zu können. Und das mit psychologischer Betreuung, mit sozialarbeiterischer Betreuung und natürlich auch mit Essensversorgung. Hier haben sie die Möglichkeit, sich alle 2 Stunden die Hände zu waschen, Abstand zu halten und sich eben nicht zu infizieren. Und auch Menschen im Hartz-IV-Bezug oder in prekären Arbeitsverhältnissen konnten wir helfen, indem wir mithilfe des technischen Hilfswerkes Strukturen aufgebaut haben, dass die Versorgung durch die Tafel direkt nach Hause gewährleistet wurde. Mir ist jetzt wichtig, dass aus der Corona-Krise keine soziale Krise wird. Wenn wir uns anschauen, wie viele Menschen sich jetzt arbeitslos melden müssen oder auch Anträge auf Hartz IV stellen müssen, wird deutlich, dass es Berlin hart treffen wird. Und es werden sich noch mehr Fragen stellen. Kann ich mir meine Miete noch leisten? Kann ich meine Rechnung noch bezahlen? Kann ich mir Lebensmittel leisten? Alles das müssen wir im Auge behalten. Da müssen wir an der Seite der Menschen sein. Und da müssen wir auch zum Beispiel über ein Kündigungsmoratorium sprechen. Und wir müssen uns weiter deutlich dafür einsetzen, dass die Hartz-IV-Regelsätze erhöht werden, weil gerade in der Krise ist deutlich geworden, Hartz IV reicht nicht zum Leben.